Wie ihr den richtigen Schweißbrenner für euer Micmac-Gerät auswählt, lernt ihr in diesem Video. Als allererstes sollte man sich natürlich erstmal das Schweißgerät angucken. Habe ich ein wasserkühltes oder gasgekühltes Gerät, beziehungsweise welchen Anschluss habe ich? Als Beispiel bei der Titan XQ Pulse habe ich einen Eurozentralanschluss. Zusätzlich ist bei unserer Titan XQ sogar noch ein Wasserkühler verbaut. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit einem wassergekühlten Brenner schweißen. Ein wassergekühlter Brenner hat besonders den Vorteil, dass ich damit höhere Einschaltdauern habe bei höheren Ampereleistungen. Meistens kann man einen wasser- oder gasgekühlten Brenner unterscheiden, indem man sich die Anschlüsse des Brenners anguckt. Bei einem gasgekühlten Brenner haben wir meist nur den Eurozentralanschluss. Bei einem wassergekühlten Brenner haben wir einen Eurozentralanschluss mit zwei zusätzlichen Wasserschläuchen. Diese sind meistens farblich gekennzeichnet. Die blaue Kennzeichnung für den Wasserhinlauf, also kaltes Wasser, und die rote Kennzeichnung für den Wasserrücklauf, also warmes Wasser. So, als zweites ist natürlich wichtig, wo möchte ich schweißen? Wo arbeite ich mit dem Bauteil? Komme ich mit dem Bauteil bzw. mit dem Gerät zum Bauteil hin? Oder muss ich es hintragen? Dafür gibt es natürlich verschiedene Brennerlängen. Diese reichen bei Standardbrennern von 3 bis 5 Metern. Und zusätzlich gibt es noch Push-Pull-Brenner. Diese sind von 6 bis 10 Meter verfügbar. Der Vorteil eines Push-Pull-Brenners liegt nicht nur darin, dass man größere Distanzen überbrücken kann, sondern wir können den Draht auch mit einem kleinen verbauten Drahtvorschub im Schweißbrenner ziehen. Das ist besonders vorteilhaft beim Verschweißen von Aluminiumdrähten. Auch bei einem Push-Pull-Brenner können wir die Drahtvorschubrollen für das passende Material umrüsten, wie zum Beispiel U- oder V-Nutrollen mit einem Drahtdurchmesser von 0,8 bis 1,6 mm. Besonders vorteilhaft, besonders bei langen Brennern oder in irgendwelchen Positionen, wo man sich meistens zum Beispiel mal reinzwängen muss, dass man nicht so einfach rauskommt, um die Steuerung bzw. die Parameter zu verstellen, sind Funktionsbrenner. Mit unseren MT-Brennern können wir zum Beispiel auch Programme oder eine Spannungskorrektur durchführen, beziehungsweise eine Drahtvorschubgeschwindigkeit oder Amperezahl verändern, die wir auch zusätzlich mit einer dreistelligen 7-Segment-Anzeige grafisch darstellen können. Mit der PM-Brenner-Serie können wir zusätzlich zu den Funktionen, die die MT-Brenner-Serie hat, noch weitere Parameter einstellen. Zu den Parametern gehören zum Beispiel auch der Verfahrenswechsel. Das heißt, wir können zwischen den Standardverfahren und unseren innovativen Verfahren wie Cold Arc, Root Arc, Wired Arc und so weiter mit einem einfachen Tastendruck wechseln. Durch die Pfeiltastennavigation auf der Oberseite des Brenners kann man die Parameter oder Einstellungen ganz einfach ändern. Zusätzlich wird dies unterstützt mit einem grafischen OLED-Display mit einer hohen Auflösung, wo man sogar Fehler oder Störungszustände angezeigt bekommt. Bestellt man zum Beispiel einen PM mit einer RD3X-Steuerung, hat man zusätzlich noch auf der Vorderseite eine LED verbaut, die besonders bei engen und schlecht beleuchteten Stellen die passende Schweißstelle gut beleuchtet. Natürlich gibt es unsere PM-Brenner-Serie nicht nur als wasserkühlte Brenner, sondern auch als gasgekühlte Brenner oder als Standardbrenner ohne Funktionstasten. Ein wichtiges Thema bei einem Micmac-Schweißbrenner ist die passende Ausrüstung der Verschleißteile. Das heißt, man sollte wissen, welches Material möchte ich verschweißen. Möchte ich einen Stahldraht, einen Edelstahldraht oder Aluminiumdraht verschweißen? Der Vorteil bei den Brennern von EWM, wie zum Beispiel der PM- oder MT-Brenner-Serie, liegt darin, dass wir die Brenner mit unserem eigenen Verschleißteilsystem ausgestattet haben. Unsere Stromdüsen haben zum Beispiel einen Durchmesser von M7 und M9. Dadurch haben wir eine deutlich bessere Wärmeabfuhr und unsere Verschleißteile halten deutlich länger im Vergleich zu den Standardverschleißteilen. Bei unserem Verschleißteilsystem von der PM- und MT-Brenner-Serie haben wir nicht nur Standardgasdüsen, sondern auch starkkonische oder Engspaltgasdüsen, wo man besonders in engen Spalten gut mitschweißen kann. Unsere PM- und MT-Brenner bekommt ihr sogar mit unterschiedlichen Brennerhälsen. Das heißt zum Beispiel einmal einen Standardbrenner. Diesen gibt es auch in kurz oder in lang. Oder als Wechselhalsbrenner, wie zum Beispiel bei unserem Push-Pull-Brenner hier. Die Wechselhälse sind in unterschiedlichen Biegewinkeln verfügbar. Zusätzlich gibt es unsere MT-Brenner-Serie auch als Rauchabsaugbrenner. Ein Rauchabsaugbrenner ist besonders dann vorteilhaft, wenn man zum Beispiel Füllträte verschweißt, die sehr viel Schweißrauch erzeugen. Als dritte Serie in dem Produktprogramm von EWM gibt es zusätzlich die UM-Brenner-Serie.
Die UM-Serie gibt es in 3 Wasser und in 4 gasgekühlten Varianten, die immer mit dem standardisierten Verschleißteilsystem M6 und M8 ausgerüstet sind. Bei der Entscheidung für einen EWM-Brenner bekommt ihr die Brenner standardmäßig immer schweißfertig ausgerüstet. Das heißt, ihr müsst nicht zusätzlich noch eine Seele oder andere Verschleißteile kaufen, damit ihr überhaupt erst schweißen könnt. Mit der werkseitigen Ausrüstung der Brenner könnt ihr sofort Stahldrähte verschweißen. Wollt ihr wissen, wie ihr den Brenner zum Verschweißen von anderen Drähten ausrüstet, guckt euch das passende Video auf unserem YouTube-Channel dazu an. Mit diesen Tipps solltet ihr den passenden Schweißbrenner für euer Schweißgerät raussuchen. Habt ihr Fragen dazu, welcher der richtige Brenner für euer Schweißgerät ist, stellt uns einfach die Frage in den Kommentaren unten drunter. Wollt ihr nicht nur etwas über die richtige Auswahl der Schweißbrenner wissen, sondern auch, wie ich zum Beispiel das richtige Micmac-Schweißgerät oder das richtige WIG-Schweißgerät auswähle, könnt ihr euch diese Videos angucken. Oder für andere Informationen zu EWM oder zum Schweißen, guckt euch einfach die Videos auf unserem Channel an. Über ein Like oder das Folgen würden wir uns freuen.